Hallo, da sind wir wieder. Pepe und Gitte in den Waldheimer Turm jetzt. Wir haben den Banditenanführer schon umgebracht und sind jetzt dabei, noch ein bisschen zu plündern. Elfenuhr ist immer gut. Ist ja relativ selten. Das gilt auch für Eisenmühlen. Die können wir auch nicht anpflanzen. Kann man nicht anpflanzen. Puh, nimm mal Mitte. Wir haben ja jetzt schon getan. Wenn wir Lust haben, dann lesen wir sie auch offscreen. Offscreen einfach mal, weil wir Spaß dran haben. Aber Prinzessin Talara kennen wir schon. Ist ganz lustig. Wir nehmen doch nicht alles. Gut. Also ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen bin ich heute auch nicht so richtig gut drauf, muss ich sagen. Ein bisschen eine kleine Erkältung, so eine Sommergrippe oder sowas ähnliches. So. Da ist noch eine Truhe. Ey, die nehmen wir mit natürlich. Gut für eine Schmiedeausrüstung. Braucht man dann nicht hinzuschreiben, Schmiede. Das Wort kann man sich dann sparen. Ja. Was die mal mit ihren Bügeleisen haben in dem Spiel. Nö, irgendwo beim zweites scheint nicht zu klappen, oder? Das wäre ja eigentlich ein Lehrbuch gewesen, der schwarze Pfeil beim 2. Tja, irgendwie. Wer weiß. Klappt das nicht. Du stehst etwas im Weg. Nur ein bisschen. Ja. Schlecht. Die ist gut. Kann man auch dann entzaubern. Das erste, was wir machen, ist jetzt entzaubern gehen. Wenn wir dann dem Jahr Bescheid sagen, dass wir den Anführer umgebracht haben. Das und uns bei... Aber wenn Niki dann noch unsere Wohnung, unsere letzte Einrichtung für die Wohnung oder für das Haus... Dann können wir auch gleich noch entzaubern. So. Ja, nehmen wir nicht. Ein kaiserlicher Bogen der Verbindung. Ja, den kann man auch. Kann man ja auch entzaubern. Ja. Ich meine, ich mag Ziegenkäse, aber... Willst du mal probieren, Pepe? Ob der hier auch so gut schmeckt, wie in Wirklichkeit? Yum yum. Yum yum. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück. Ja, schneller Reise. Lauf. Dann werden wir dann erstmal schlafen müssen, denke ich mir, weil es ist ja schon so spät. Und Weißlauf ist ja nicht weit. Gut. Unser Haus liegt ja auch sehr günstig.
Yam? Nicht weit vom Stadttor entfernt. So, dann werden wir erstmal alles abladen, was abzuladen ist. Ja, Bücher erstmal. Kannst du noch lernen, falls du es noch nicht kannst? Oh, ich glaube nicht. Gut, sehr schön. Das haben wir auch gelernt. Gut, dann die Zutaten sind ja auch gleich hier unten. Damit. Aber in den... Ja, genau. Weil manchmal macht Mutter nämlich alle Sachen raus und dann muss er sie wieder mühsam reinpacken. Deswegen speichern wir auch immer, damit wir schnell wieder laden können. Oh, gut gepflückt. Okay. Wo bist du denn diese jungen Dinge dahin packen? Die Kleidung für die Jungenkleidung. Oh, packe ich ein. Mal sehen. Okay. Haben wir edle Steine? Vermutlich schon. Ja. Kiste, nämlich Pelle. Das erste Haus ist ja noch ein bisschen primitiv. Das ist primitiv, ist klein, aber es ist irgendwie fein. Warum hast du denn die makellosen Granatschalen nicht rausgepackt? Die habe ich übersehen. Oh. Na gut, aber wir haben Ringe und Ding hier, Peter. Für den anderen Nachttisch. Da haben wir doch Schmiedeschürze und so. Ja. Ja, die kann man dann nutzen, um damit Schmuck zu machen, wenn man Geld braucht und schon ein bisschen besser ist mit seinen Schmiedeskills, aber auch. Und da wir auf Legendär ja spielen wollen, werden wir ja dann zweimal. Oh. Ja, den muss also den Top, den kann man ja verkaufen. Oder ganz wohin packen. Ja, naja, jedenfalls, da wir ja auf Legendär gehen, da werden wir dann zum Beispiel zweimal Alchemie auf 100 bringen und das gleiche geht für Verzauberung oder auch für Spiel. Und für Schlossknacken, das habe ich ja schon gesagt. Das sind die Sachen, die man also am allerleichtesten, also am leichtesten dann nochmal irgendwie auf 100 bringen kann zum zweiten Mal. Also, hier ist ein Silberring noch. Ja. Genau, und? Gut. Ja. Okay. Na, dann kommen wir die... Speichern, dann gehen wir schlafen. Ja. Wolltest du noch was machen? Nö. Hast du alles abgelegt? Ich glaube schon. Okay. Ne, ich wollte nichts von dem machen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall... Entschuldigung, das ist schon mehr erkennen. Wir müssen jetzt... wir können verkaufen. Wir müssen auf jeden Fall zum Jahr Bescheid geben. Wir müssen unser Haus fertig bauen lassen. Das kann uns ja... Aber Niki, und dann wollen wir entzaubern. Also verkaufen würde ich erst, wenn wir erzaubert haben, damit wir genau wissen, was wir kaufen können. Empfiehlt sich immer. Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Die besten Stücke aus frisch erlegtem Milch. Für einen armen alten Bettler in Behu.
Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Wo ist er denn? Ja, komm, ja. Ja, ja, ist immer gut, wenn man dem Ich habe nichts getan. Mit die Redekunst. Oh, vielen Dank. Dann kriegt man besser. Mögen Preise. Die Göttlichen euer gütiges Schatz. Also, ein Geschenk aus nächsten Liebe. Der aus dem Norden kommt, wo mein Atem der lange Wind. Hallo, da sind wir wieder. Hallo Jal, hallo Abeniki. Ah. Mögen die Göttlichen euch segnen. Ja, da möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Ja, das wünschen wir uns auch, aber so weit ist es noch nicht. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Danke. Und dann werden wir unser Zuhause jetzt noch zu Ende einrichten. Da helfe ich euch gerne. Ah. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Ja, haben wir jetzt. Und natürlich findet ihr in der Fiebel des schöneren Wohnens ja, eine Beschreibung ja. aller Dekorationsgeräte, ja, ja, danke. Die ihr kaufen könnt. Ja, ja. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Also. Speisesaaldekoration hätten wir gerne. Ja, man könnte ersetzen. Nein, nein, das machen wir natürlich nicht, Gottes Willen. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Gut, dankeschön. Spaß. Gehen wir zu meinen Zaubern erstmal. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Die Gefährten könnten helfen, die Stadt zu schützen. Dann stünde der Kaiser in unserer Schuld. Tja. Seid ihr von Sinnen? Wir haben so schon zu wenig Wachen. Wenn wir die Hälfte unserer Männer verlieren, können die dunkle Bruderschaft und die Diebesgilde in der Stadt freischalten und walten. Dann sind die Sturmmäntel unsere geringste Sorge. Die Antwort lautet nein. Jetzt hört endlich auf, mich mit eurer Kriegstreiberei zu belästigen. Das war ein Machtwort, gesprochen vom Jarl. So, was können wir denn jetzt auch? Ja, wir haben einige, habe ich schon gesehen. Wiederherstellung. Ja. Zerstörung. Okay. Ach so, und diesen Magikerschaden haben wir schon. Dann können wir den ja verkaufen. Du hast gesehen, er hat einen Grundschaden von 12. Also das ist auf jeden Fall schlechter als der Orkbogen. Als der Orkbogen. Ja, ach so, haben wir was für Fahrer. Besucht ihr die Drachenfestung? Ja. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zaubersprüche vor. Ja, kann ich verstehen. Ja, wir können ja mal aus. Ich weiß nicht viel darüber. Ich kenne nur die Geschichten über die alten Helden, die sich der Stimme bedienten, um die Feinde von Himmelsrand zu besiegen. Auf dem Tisch. Kann sein, dass es ein Skillbook heißt, dass einst jeder Kaiser ein Drachenblut war. Hab ich schon das geguckt. Endete okay. Jedoch mit Martins Tod in der Oblivion-Krise. Ja, kennen wir ja. Die Graubärte können euch mehr darüber sagen als ich. Oblivion. Sie sind die Meister des Weges der Stimme und haben Tiber Septim höchstpersönlich ausgebildet. Gut. Nun, ich weiß nur, was ich aus den alten Geschichten kenne. Das Schreien ist eine alte Form der Magie, bei der die Stimme eure magische Kraft nach außen trägt. Wenn ihr das Schreien beherrscht, müsst ihr die Graubärte aufsuchen. Sie werden wissen, was zu tun ist. Das haben wir doch schon mal gehört. Aber in anderer Form. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Wir können uns leider noch nicht... Also er nimmt keine Scrolls.
aber er nimmt komischerweise... Das, ja, es ist ein Mädchenkleid, kein Jungen, hier, ein Mädchenkleid, ja, aber es nimmt er komischerweise, Stab der Flamme. Ja, den können wir auch, den können wir verkaufen. Brauchen wir nicht. Okay. Das war's. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Das werden wir irgendwann auch machen, aber erstmal noch nicht. Ja, ja, ist nix hier, alles klar. Na, gut, und den okay. Dürfen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Der wäre laut. Lüdi, du stehst im Weg. Na, dann und gehen wir wieder mal. Ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Haben wir eigentlich nicht vor. Ganz schön frech. Du kleiner Blödi, du. Ach, wenn man den kleinen Lars, weißt du, wie er heißt hier, der kleine Baby-Kampfgeborene, wenn wir den sehen. Sollen wir immer sagen? Halt sagen. Ja. Schon mal gespielt. Ja, alles klar. Gut. Ich kann Gedanken lesen. Ja, Liebe. Schon als Mensch hat der große Talos uns hochgeschätzt. Ihr seid der Beste. Könnt ihr mein Vater sein? Ja, vielleicht, wenn wir mal ein Haus haben. Und natürlich brauchst du eine Frau dafür. Wenn Frauen können sich besser um die Kinder kümmern. Isolda, oder? Was führt euch auf den Markt? Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nasim. Darüber müsst ihr euch wohl keine Gedanken machen. Ihr sucht einen Bauernhof zu besitzen hat seine Vorteile. Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jalna. Dort kriegt er derzeit für gewöhnlich herum. Da ist er doch. Da ist er doch schon wieder. Der ist gerade nicht dort. Gucken wir mal, ob Arcadia was anbringen kann. Ja. Sagt Bescheid, wenn was ihr irgendwelche andere Fragen habt. Die sie bestimmt ganz gerne haben auch. Was benötigt ihr, mein Freund? Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Naja, erstmal mehr daran, dass du unsere kaufst. Bitte. Oh, ist ein großer. Mhm. Wunderbar. Brauchen wir nicht, oder? Das sind unsere. Aber bei Essen kannst du ja mal gucken. Was würde sie denn nehmen? Die nimmt doch nicht etwa... Ey, die nimmt Wein. Die nimmt den... Wow. Wein, Bier. Sehr gut, danke. Alles. Schön. Wir nehmen alles unter 10. Mehr können wir uns nicht leisten. Nein. Wohl wahr. Ja, das war's wohl. Auch doch Weizen kommen wir dann nicht. Dann machen wir eine Ausnahme. Beim Weizen machen wir eine Ausnahme, weil das ist gut für Gesundheitstrink. So, wenn wir können aber noch nicht weiter bei ihr mitnehmen. Jederzeit wiederkommen. Im Augenblick können wir noch nichts bei ihr mitnehmen, oder? Nee. Das ist alles zu teuer und ist noch nicht wieder auf. Gut, danke, Arcadia. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Okay. Alles steht zum Verkauf. Alle. Ich würde euch sogar... Werft einen Blick darauf. Gut. Machen wir doch. Kaiserlicher Bogen kann weg. Der kann auch weg. Der kann auch weg. Und das andere brauchen wir ja alles. Ja, aber ich fange erst mal unten an. Weil was den gusseisernen Topf, Kleider, ja, den würde ich verkaufen. Können wir auch beim Schmied verkaufen. Das Mädchenkleid kannst du auch verkaufen, brauchen wir doch mal gar nicht. Also, sollte noch ewig, bis wir mal irgendwie eine Familie haben. Bis dahin können wir auch in Einsamkeit einkaufen. Ja. Wow, schön, danke. Sehr schön. Ja, war mal fertig. Mehr.
Ort, da müssen wir nachsehen. Ja. Was hast du jetzt für welche? Du hast leichte Armschienen. Gucken wir mal, ob die anderen besser sind. Bitte kommt wieder. Ja, gerne. Vielleicht auch so gleich. So. Ist leicht. Und das ist schwer. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ja, nehmen wir die. Außerdem haben die 17 und die 8. Das ja, ist noch ein guter Unterschied. So, dann kannst du die anderen ja noch verkaufen oder mehr was Schluss machen für heute. Ja. Lasst mich einfach wissen, was ihr braucht. Ich Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Genau. Sehr schön. Denkt daran, ich tue alles, um euch die besten Geschäfte zu bieten. Ja, danke, Bellator. Okay, wir machen jetzt mal einen Schnitt und melden uns dann wieder demnächst. Willkommen in Bellators Gemischtwarenladen. Herzlich willkommen.